Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Metal Gear Solid Twin Snakes. So, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, ich glaube, ich weiß, was wir hier tun. Wir haben es hier mit elektrischem Boden zu tun. Der ist ungesund. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote controlled missile. Genau, und die haben wir zufällig schon geholt. Dann war es doch gut, dass wir erst noch dahin gegangen sind. Also, los geht's. Das ist ein bisschen knifflig teilweise, aber wir werden das schon hinkriegen. Die hat auch nicht unendlich Treibstoff, die Rakete. Kommen wir da durch? Ist das offen? Wow, wow, nicht so schnell. Nicht so schnell. Okay. Das mit dem elektrischen Boden hätten wir schon mal. Aber jetzt haben wir kaum noch Sauerstoff. Wir müssen kurz Sauerstoff tanken. Und ich nehme mal eine andere Waffe. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden irgendwo. Ein Bug. Na super. Oh, warte mal, da können wir rein. Granate, Granate, Granate. Ach, C4 war das andere. Halt, stopp. Nikita, Nikita. Oh, oh, wir müssen schnell wieder in den Luftraum. Lauf, lauf. Okay, alles gut. Puh, weiter geht's. So, nein. Aber hier habe ich noch ein bisschen was rumliegen sehen. Eine Ration und eine Elektrostörgranaten-Dingsy. Cool, dann holen wir nochmal Luft und dann gehen wir den anderen Weg. Ja, ja, bin ja schon auf dem Weg. Okay, ich muss immer mitatmen. Gut. Das hätten wir. Nuke Building B2. Oh, oh, hört ihr das?
Wie auch immer das funktioniert. It's a ghost. Badass. Oh, Gott. So, dann. Ich weiß nicht, wie wir da durchgekommen wären mit Schleichen. Da braucht man, glaube ich, einfach mal einen unsichtbaren Katana-Ninja für manche Situationen. Stealth Camouflage? Who are you? Where is my friend? What? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? Oh, I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy this moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to battle with you. What is it? Revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. All right then. Watch from your box seat. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Okay, machen wir. Au. Au. Warte mal, ich nehme mal eine andere Waffe. Aber ich glaube, eigentlich muss man irgendwie nah kämpfen gegen den oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, genau. Jetzt will ich aber unbedingt noch mal kurz mit allen reden, weil ich echt wissen will, was mir die Leute über den Ninja zu sagen haben. The less you maneuver a remote-controlled missile, the faster it will fly. Remember this if you want to fire the missile over a greater distance. Okay, danke für diese Information. He's just playing with you. Why don't you try throwing away your weapons? Genau, auf das bin ich schon gekommen, danke. Look at him move. He must have some kind of powered exoskeleton. Powered exoskeleton? You mean like prosthetic arms and legs? No. There is a fundamental difference. Prosthetics are intended to compensate for lost body limbs. The exoskeleton replaces human flesh with machinery to produce a weapon more powerful than a mere human. A war machine, huh? I heard rumors about the experiments, but I had no idea that such a creature really existed. Keine Antwort. Ninja? I've never heard of any.
member of Foxhound like that, but you're gonna have to do something about him if you want to save Dr. Emmerich. Okay, na gut, dann los geht's. Wo will er denn hin? Guck mal, da steht ein Gamecube. Au. Au. Das ist ein nettes kleines Easter Egg. Da ist ein Gamecube mit dem kabellosen Controller. Und sogar der Bildschirm auf dem Monitor. Nett. Ein anderes Easter Egg steht in dem Büro auch noch. Hier nämlich, genau. Mario und Yoshi. Au. Jetzt hat er doch gerade sein Schwert benutzt. Ich dachte, wir kämpfen jetzt wie echte Krieger ohne Waffen. Was ist denn daraus geworden? Au. Ich glaube, ich verstehe schon langsam seinen Kampf-Pattern. Au. Oh, ich habe ihn gar nicht gesehen gerade. Stealth Technology. Immer das Gleiche mit dem. Au! Oh cool, habt ihr das gesehen? Voll die Bücher fliegen da rum. Voll die Bücher, Alter! Was geht denn? Ach, come on, jetzt halt dich still. Au. Unfair. Ich habe ihn voll getroffen. Ich habe es genau gesehen. Ah, zweite Runde. Okay. Ich glaube, du bist nicht so gut getarnt, wie du glaubst. Oh, whoa, dude. Aber nur noch ein bisschen. Yeah. Can't be. You were killed in Zanzibar.
Not again. Is it over? Drama Queen. Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You yourself in Zanzibar land. Yes. He should have been killed, but he's still alive. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar land. And that was Gray Fox? But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I've ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi. What happened to Gray Fox after that? The record said he died in an accident. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who it was. You're saying he's just living off his will to fight? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants.